Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Oh, hier, du hast eine Überweisung erhalten von Unbekannt. Einfach unglaublich, so ein Stück Scheiße, ich überweise dir kein Geld. Hoffe, ihr zwei könnt das klären. Gut, wir haben aber eine Nachricht von Panem bekommen, ne? Warte mal, Panem. Okay, ich muss mal kurz auskotzen, weil mir die Sache einfach nicht aus dem Kopf geht. Ich habe sowas von die Schnauze voll von Zoll. Denkt der echt, dass es der Familie besser geht, wenn wir unsere Seele an einen Konzern verkaufen? Ich kenne absolut niemanden, der so verfickt stur ist. Das Ganze kann nur böse ausgehen. Nehmen wir das hier unten, wa? Oh, warte mal. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Okay. Okay, nicht sauer werden, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, sich mit Konzernen abzugehen. Ich komme selbst richtig gut mit einem von denen klar, Takemura. Echt chilliger Typ, der hat Ehre. Nicht alle Konzerne sind Säcke, manche können richtig anständig sein. Wie, hör mir zu, für einen Megakonzern zu arbeiten ist nicht einfach bloß ein Job, das ist eine ganze Identität. Ich traue denen nicht über den Weg und ehrlich gesagt ist jeder, der sich mit denen einlässt, selbst schuld. Sei vorsichtig, okay? Oh, und danke übrigens. Jetzt denke ich nicht mehr an Zoll, sondern an dich. Ist mir auch viel lieber. Ja, das Schlimmste daran ist, dass man nie weiß, was gefährlich ist, mit Konzernen zusammenzuarbeiten oder ihnen den Rücken zuzuwenden. Vor allem, wenn man ganz auf sich gestellt ist. Passt auf euch auf, okay? Ist wahrscheinlich schlauer, Zoll im Auge zu behalten. Danke, irgendwie fühle ich mich schon viel gleich... Mann! Junge, Alter, ich lese mal immer eine Scheiße. Danke, irgendwie fühle ich mich schon gleich besser. Von den gleich viel besser, sage ich immer, wisst ihr so, oder irgendwie so weit. Und dann denkst du, das kommt da. Ich bin immer manchmal weiter als der Texter. Als wären meine Gedanken viel klarer, nachdem ich mit dir geredet habe. Bei einer Sache bin ich mir ganz sicher. Wenn die alte Kaldos mit einem Konzern zusammenarbeiten, dann geht das nicht gut für uns aus. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Pass auf dich auf. Kann man die anrufen? Wenn ja, was kann man mit der erzählen? Hey, wie? Oh, wir sehen uns später. Hab mich verwirrt. Pass auf dich auf. Bis bald, wie? Die wollen ja mit mir reden hier. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch alles an Aufgaben? Haben wir überhaupt noch Aufgaben? So, hier ist Eat Dog, bla bla bla. Sprich mit Stefan, wollen wir auch nicht mehr. Was ist das hier? Nebenmission. Ach hier, das ist unser Automat. Warte mal, wo ist denn mein Moped? Da hinten irgendwo. Steht noch da, so wie ich es abgestellt habe. So war der Plan. Jetzt reicht es mir. Mann, komm hoch, Mensch, Mädchen. Na, was ist denn? Mula. Ah!
ist ja mein Schwert. Ich passiert hier mal was. Kann mir mal einer verraten, wo mein scheiß Schwert jetzt ist? Wieso ist denn da eine Schrotflinte drinne und nicht mein Schwert? Alter, wollt ihr mich verarschen? Nee. Hier. Was ist denn hier stumm? Übernehme jetzt! Was ist denn jetzt schon wieder? Sie bringt uns alle um. Was hat mich jetzt da wieder aus der Bahn geworfen? Ich weiß ja nicht, wie ihr Ansturm war. Das sind die Granate werfen. Ich gehe nicht irgendwo, hier ist mein Moped. Also Arasaka will uns immer noch tot sehen, ja? Naja, er kann es ja mal versuchen. Aber ich hatte gerade Spaß. Wir rennen nicht mehr davon. Aber ich muss mal gucken, wo hier der Sturmangriff ist. Auf der Tastatur. Hier ist es B. Das nützt mir ja nichts. Das nützt mir ja nichts. Ich hoffe, meine Waschmaschine ist nicht so laut. Oh, bin hier falsch. Bin eh zu früh abgebogen. Mensch, krieg dir doch mal wieder ein. Oder hat dir regnet? Er hat es wieder getan. Wir sind gerade erst wieder zusammen. Aber er ignoriert mich. Er hat Angst, abserviert zu werden. Also tut er es immer zuerst. Dabei will ich doch nur die Beziehung retten. Ich komme mir so blöd vor. Er ist hier der dumme Theo, nicht du. Du trägst so viel Liebe und Mitgefühl in dir. Aber an Leute wie ihn ist das verschwendet. Ich weiß, es wird manchmal zu viel. Aber du musst dich um dein eigenes Glück kümmern, Theo. Du kannst nicht immer nur anderen helfen. Danke, Brandon. Was würde ich nur ohne dich tun? Ich muss jetzt gehen. Danke, dass du meinem Geheul zugehört hast. Ich wette, selbst Donald Lundy futtert manchmal kübelweise Eis auf einmal und verbraucht Berge von Taschentüchern. Oh, Brandon, du bist der netteste Typ, den ich kenne. Bis später. Tch.
Hey, Brandon, hast du ein paar Witze für mich? Was wirst du, nachdem dich ein Konzern gefeuert hat? Zerhackt und im Fluss versenkt. Wo hat er die Witze her? Von Google? Wer war das Mädchen, mit dem du geredet hast? Oh, du meinst Theo? Sie ist meine allerbeste Freundin. Ah, sie ist so lieb und hübsch und sensibel. Ich rede gern mit ihr. Das ist schöner, als immer nur Karamellkaffee aufzubrühen. Ich glaube, Leute nach Aussehen und Gefühlen zu beurteilen, geht über deine Fähigkeiten hinaus, oder? Blödsinn. Wenn ich die Leute nicht analysieren könnte, woher sollte ich denn wissen, ob ich einen Chai Latte oder eher einen Mochaccino empfehle? Du sagtest, du magst manche Leute mehr als andere und denkst dir Witze aus. Du kannst wirklich fühlen. Oh, hör schon auf. Ich werde sonst noch rot. Was bedeuten würde, dass ich über Hitze und meine Leitungen durchbrenne? Nicht auszumalen. Denke ich auch. Wir sehen uns, Brandon. So, ich will mich da nicht mit Hanako treffen. Ich habe auch jetzt weiter keine Aufgaben. Warte mal, wir legen uns mal kurz pennen. Wir können ja mal bei dem ollen... Nein! Clouds? Wieso Clouds? Wo bin ich denn hier? Ich dachte mal, ich bin bei mir zu Hause. Scheiße. Wir sind ja nicht bei mir zu Hause. Wo ist mein Zuhause? Nicht hier. Fuck. Das ist ja hier. Ach, verdammt. ...70% echtes, blutiges Fleisch. Slaughterhouse, folge deinen Instinkten. Okay, pass auf. Wenn du eine Gummipuppe nimmst und in jedes Loch fängst... Ist das ein Seitensprung? Und warum ist das was anderes als ein Pickloch im Puppenhaus? Weil das Loch da frei ist und klattert. Wenn du so eine Puppen hast, es gibt ja auch, gibt so ja Bordells mit Puppen, ja. Habe ich schon mal einen Bericht gesehen. Ich weiß ja nicht, wer hat denn, welcher Sender hat denn den Bericht gemacht, ihr habt. Da ging darum, dass es denn Bordell gibt mit so eine Silikonpuppen. Was man auch so, diese lebensechten Puppen, die man sich auch kaufen kann. Ist das Fremdgehen, wenn man jetzt, sag ich mal, sowas macht? Ich meine, es gibt ja Partner, die nicht damit einverstanden sind, dass wenn jetzt, sag ich mal, einer selbst Hand an sich legt. Wisst ihr, was ich meine? Gibt es ja auch, weil die der Meinung sind, ja, ist der Partner ist ja eine Partnerschaft und da kann er sowas nicht machen. Gibt es auch. Na gut. Aber wie gesagt, wenn du jetzt in einer Beziehung bist und ach, hier sind wir. Na, ist ja. Nee, wo sind wir denn hier? Ach, das kann ich kaufen. Na, ist egal. Bin ich schon mal hier. Authentisch und funktional, nicht beengt, sondern gemütlich. Hüge. Was ist denn Hüge? Geile Butze. So, wenn wir erstmal eine Runde pennen. Keine Ahnung, bis morgen früh oder so weit. Ja, aber was ich sagen will, ist das jetzt Fremdgehen oder nicht? Was, ich meine, bis 12 Uhr? Nee, was sagen wir mal bis? Bis 8.34 Uhr, 43. Das ist so eine gute Zeit. So. Ja, haben wir hier noch eine Kaffeemaschine oder sowas, dass ich mir mal einen Kaffee rinkippen kann?
Oh, Mann, was für eine Nacht. Wieder in den Klamotten gepennt. Wie Marty McFly zu seinen besten Zeiten. Natürlich mit Kohlensäure. Tomato Juice. Nee, ich will einen Kaffee, Leute. Ich will einen Kaffee. Hier ist doch Kaffee. Mach mir doch einen Kaffee. Mach mir doch einen Kaffee. Mach mir doch einen Kaffee. Hier ist eine Kaffeemaschine. Trink erstmal das hier. Was ist das hier? Ja, trink das. Hier ist eine Kaffeemaschine. Mach dir Kaffee. Ah, uiuiuiui. Was für ein Tag. Was lachen da unten? Nischt. Oh. Während ich mir da oben schön gemütlich gemacht habe. Gut. Ich habe jetzt hier eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist scheiße. Ich möchte... Was haben wir denn jetzt hier überhaupt noch? Nee, das nicht. Ruf. Ah, wir sollen Dings zurückrufen. Wie? Ich weiß jetzt mehr über Ibunike. Hab ein paar meiner Kontakte gefragt. Ein Kumpel von früher hat schon mal von Grayson gehört. Er hat mehr rausgefunden. Es gibt einen Teil der Docks, der Maelstrom ist. Also, warum heißen die Docks Ibunike? Hat sicher nichts mit dem toten Bürgermeister zu tun, ha? Huh? Doch schon. Sind aber nicht die Docks, sondern ein altes Frachtschiff, das nach ihm benannt wurde. Du hast Grayson also gefunden. Arbeitet er mit Smasher? Komm ins Afterlife. Da reden wir. Okay. Alles klar, komm ins Afterlife. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wa? Die Stadt ist einfach so, sieht einfach fantastisch aus. Ist auch so eine Welt, wo man lieber noch ein paar Stunden mehr verbringen möchte oder ein paar Tage, Jahre, was weiß ich. So was als Simulation. Eine richtige Simulation, wisst ihr? Du steuerst deinen Charakter, alles läuft von sich aus. Aber, weiß ich nicht. Also die KI ist noch nicht so weit. Nee, da sind alles irgendwie... Oh, ich bin echt gespannt, was die Jahre noch bringen hier. Da freuen sich die nächsten Generationen, wenn dann keine Sachen wie Kriege dazwischen kommen. Mhm. Einfach mal irgendwo durchfahren, das ist also völlig scheißegal. So, wir sind angekommen. Wollen wir mal gucken, was die Phase ist. Wen haben wir denn da? Ja. Die ist auch jeden Tag hier, hä? Junge, arbeitest du... Hey, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's? Das Geschäft läuft, hoffe ich. Siehst du ja selbst. Kann nicht meckern. Trinken wollen die Leute immer und wir verschaffen Abhilfe. Okay. Hat er auch was für uns wieder zu wenig Infos gegeben. Ah, kleine Details, die wir vorher entfallen waren. Haben, aber nicht wie viele in dem Bunker sind. Genau. Großartig. Weißt du, langsam merkt man dir dein Alter an. Glück wie meine Omi. Die Frau konnte nie was wegwerfen. Hey, lass das, sonst wie? Antwortet er Crispin Wayland. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Hey, wie?
Wir schicken zuerst Drohnen. Abgeirrt, ihr jagt Smasher. Mit dem Kopf voran in die Scheiße. Bereit? Wir reden unterwegs. Wieland? Von den Wielands? So ist es. Du hast bestimmt von Andrew Boa Boa gehört. Wie jeder in dieser Stadt. Schön. Nur hab ich nicht die Ambitionen meines Vaters. Damit ich länger lebe als er. Geht's jetzt los? Kommst du mit? Nein, mein Part ist erledigt. Willst du den Smasher nicht auch tot sehen? Klar doch, aber nicht aus der Nähe. Der Bastard hat die Angewohnheit, von den Toten zurückzukommen. Mhm. Echte Bastarde finden immer einen Weg. Gehen wir. Viel Glück. So, dann wollen wir mal gucken hier. Hey, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's? Quatsch nicht. Kommst du später wieder? Vielleicht. Weiß nicht. Warte nicht. Ja, da war auch ein Hüftschwung, hä? Wie genau hat dir Wieland geholfen? Er hat dafür gesorgt, dass wir Grayson zu Hause antreffen. Wir wissen also, wo er ist. Was war das? Ich hab da was für dich. Oh. Sieh sie an. Gehörte die Johnny? Nicht, dass du uns verwechselst, wenn ich sie trage. Ganz sicher nicht. Nie im Leben. Eine Replik. Maßgeschneidert. Die echte ist sicher vor Jahren zu Staub zerfallen. Danke. Steig ein. Endlich siehst du nach was aus. Haben wir das Ding jetzt an? Ach nee, ich muss ja Inventar gucken. Wir haben jetzt die Jacke auch noch an. Jetzt brauchen wir nur noch Kopf. Johnny Kopf. Ich glaube, ich hatte noch nie alles angehabt. So, okay. Was hat Johnny über mich erzählt? Ihr beide redet doch dauernd. Er sagte, du bist die Beste. Schon immer. Die Beste? Schade, dass das seinen Preis hat. Willst du das echt machen? Wieso? Kriegst du kalte Füße? Nein, ich will nur nicht, dass Johnny dich einlullt. Er ist besessen von Adam Smasher, nicht du. Findest du? Ich will nur Fairplay. Schon komisch, dass du Smasher nicht früher begegnet bist. Hier und da ist sein Name gefallen. Und du hast nie versucht, ihn zu finden? Hör zu, Vi. Dass Johnny zurück ist, ändert gewisse Dinge. Okay, klar. Glaub mir, ich weiß das. Dann kommen wir wohl später drauf zurück. Newt. So, dann wollen wir mal die Fahrt überspringen. Yippie-yo, Schweinebacke. So, weiter kommen wir nicht. Könnte unser Glückstag sein. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Wichser muss hier irgendwo sein. Also, wie lautet der Plan? Wieland hat Grayson irgendwo bei den Docks gesehen. Mit jemandem. Smasher. Das hoffe ich. Zuerst müssen wir zum Maelstrom Datenterminal. Da gibt's bestimmt Infos über Smasher. Da drüben, Hauptlagerhaus. Woher weißt du, wo ihr Datenterminal ist? Hab den Kauf selbst arrangiert. Athena D3, externe Datenbank. Wusste nicht, dass du für Maelstrom arbeitest. Ich mache alles, wenn die Bedingungen stimmen. Hab die letzten 50 Jahre viel verpasst. Okay, bereit? Kann losgehen. Zu viele Ratten überall. Lass uns warten, bis es dunkel ist.
Und was machen wir so lange? Warten und beobachten. Warum nicht rumknutschen? Okay, dunkler wird's nicht. Bestrom sichern die Docks, du sicherst mich. Na los, gehen wir. Sie ist nervös. Gib ihr Deckung, sicherheitshalber. Ich hab ne Idee. Warte kurz, dann komm nach. So, Kamerasteuerung. Da haben wir diesen Typen hier. Und wieder Standortrückverfolgung. Ey, quer zum Schwein, echt jetzt. Verstecken bringt nichts. Okay. So ein Bug ist doch das. Ey, Leute, macht doch die Scheiße. Kriegst du die auf? Okay. Leise jetzt. Siehst du sie? Wir müssen zum Datenterminal. Leise. Eine Kamera da? Ne. Okay, also auf die harte Tour. Nee, oh, fick doch deine Mutter, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ist das eine Pisse, Junge? Ist das eine verfickte Pisse? Ich find's scheiße, echt ohne Scheiß. Mann, ich kotze ab hier, ey, Junge, ich bin hier. Wir können, du kannst in diesem Spiel nicht mehr. Nein, 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 nein! Oh, Tyler Hasse. Mach dich auf was gefasst. Lade nach, brauche Deckung. Das ist doch Pisse, ist doch das. Du kannst dir nicht mehr langsam vorgehen. Das geht einfach nicht. Junge, CD Projekt, Alter, ihr habt das versaut. Ihr habt das echt versaut. Rückzug! Das ist doch Pisse, ist doch das, Junge. Ich will hier langsam vorgehen. Ich will hier in Ruhe vorgehen. Es gibt nur einen Weg. Nach vorne. Das ist doch Kacke, ist doch das, Alter. Standort Rückverfolgung. Ja, ja. Ist dieselbe Pisse, die vorher schon war. Genau dieselbe Scheiße. Oh fuck, jetzt wird gemurrt. Warte mal, ich will mal was gucken. Wie ist denn hier anstürmen? Tasten belegen. Springen. Sprinten, ducken, ausweichen, Waffe, nächste Waffe. Schießen, zielen, nachladen, Cyber-Systeme scannen. Ja. Das ist doch jetzt hier Kampf gewesen, oder nicht? Erkundung und Kampf, vorwärts bewegen.
Warte mal. Cyberwehr, wo war denn das gewesen? Nee. Journal, Charakter. Reflexe. Links-Control. Das ist ein Links-Control. Noch jemand? Nein, dachte ich mir. Was ist denn Links-Control? Das ist doch Ducken. Ja, wieso ist denn das hier Ducken? Das ist doch... Wo ist denn hier Control auf der Tastatur, Junge, Alter? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Control ist doch... Ist doch STRG, ist doch String, oder nicht? Mann, Omega, Alter, ich bin hier... STRG. Ist Control. Aber war standet. Hä? Warte mal, Einstellungen. Aber hier war doch irgendwo. Hier, links Control, ducken. Wie kann das sein, dass die Taste so überlichtet? Hä? Ich finde sowieso scheiße hier, dass das nicht mehr funktioniert hier, dass sie das kaputt gepatcht haben. Ich finde es scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht keinen Spaß. Okay, das ist es. Scanne es, vielleicht finden wir was. Ich bewache die Tür. Sie weiß genau, wo er ist. Hält dich nur hin. Ich sag ja, sie hat immer noch Angst vor ihm. Nee, sie verstecken sich scheinbar auf dem Schiff. Okay, mal sehen, was wir finden. Da drüben, rechts. Da ist sie. Die Ibunike. Sieht hinüber aus. Das Innenleben ist noch schlimmer. Gehen wir. Komm schon raus. Schwer zu glauben, dass er sich hier verkriecht. Dachtest du, Smasher stellt Willkommensschilder auf? Du konntest hier irgendwie... Über Systemlöschung, aber ich habe keine Systemlöschung. Da müssen wir erst einen Ripper-Doc holen. Ja, das macht keinen Spaß mehr. Tut mir leid. Ich hab das damals... Jetzt suchen wir das Deck. Okay. Warum tust du das eigentlich? Hab noch eine Rechnung offen. Johnny rächen? Das auch. Ich find's scheiße. Find ich echt scheiße.